Ja, im heutigen Video, ihr seht das schon, ich muss da nicht lange um den heißen Brei herumreden, geht es nicht um ein neues Auto, sondern es geht heute um eine neue Farbe. Die Farbe, die schon lange angekündigt wurde, ist nun also endlich da. Midnight Cherry Red. Und ich würde sagen, jetzt mal zuerst das Intro, dann ein bisschen Werbung und danach gibt es einen krassen Carporn. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet gleich die Farbe präsentiert bekommen, zuallererst aber ein bisschen Werbung muss sein. Ja. Dieses Video wird gesponsert von Shop for Tesla, eurem Online-Shop für Tesla-Zubehör, Model S, X, 3 und auch Model Y. Mit dem Rabattcode eDrive5 bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, zum Beispiel auf die Tubifair Gummimatten, wie hier kurz eben eingeblendet. Der Link ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Vielen Dank für eure Unterstützung, denn dank solchen Partnerschaften eben wie mit Shop for Tesla sind solche Videos überhaupt möglich. Besten Dank also für euer Verständnis. Und jetzt zuerst mal ein fetter Carporn dieser neuen Farbe Midnight Cherry Red. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will euch noch ein paar Informationen über diese neue Farbe geben, was daran so speziell ist. Zum einen natürlich auch, dass die Farbe sich eben im Licht verändert. Das heißt, je nachdem wie der Lichteinfall ist, ist es eher ein bisschen schwärzer oder ein bisschen mehr rot, wie eben eine Kirsche. Cherry Red, auch der Name eben deswegen so gewählt. Ja. Die Farbe kostet 3.200 Franken Aufpreis und kann nur momentan für das Model Y bestellt werden, das in Deutschland hergestellt wird. Das heißt also Performance wie hier oder auch Long Range. Das Standard Range mit dem LFP-Akku, das kommt ja dann vermutlich auch noch aus Deutschland und kann man das natürlich auch bestellen. Grund ist ganz einfach, es ist eine spezielle Lackierung, die speziell einen Prozess benötigt und eben nur in Deutschland in Grünheide in der Gigafactory 4 hergestellt werden kann und auch lackiert werden kann. Deswegen sind auch die Model 3 aktuell eben noch nicht in dieser Farbe bestellbar. Das ist exklusiv fürs Model Y. Quicksilver ist ja die andere, neuere Farbe, die es aber schon ein bisschen länger jetzt gibt. Die haben wir ja an der Auto Zürich euch vorstellen dürfen. Ja. Das heißt, Aufpreis seid ihr hier bei dieser Farbe bei 3,2. Bei Quicksilver sind ja bei 3.000 Franken. Und bevor jetzt die Kommentare kommen, das ist viel zu teuer, müsst euch mal überlegen, wie andere Automarken das machen. Ich will jetzt nur ein kleines Beispiel nennen. Zum Beispiel auch der BMW i4 M50 mit dem Portimao Blau kostet 5.500 Aufpreis. BMW Individual heißt es da. Oder der i7 mit der Bicolor kostet eben 15.000 Aufpreis. Also vom Verhältnis her, dass ihr das mal einordnen könnt. Es ist natürlich ein Aufpreis, aber man bekommt eben auch definitiv eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Zur Qualität des Lacks kann ich natürlich jetzt hier nur von diesem Modell sprechen, was hier steht in dieser Ausstellung oder hier draußen eben. Natürlich kann es Modelle geben, die vielleicht nicht so gut sind, aber das kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Was ich hier aber gesehen habe, ist, dass der Lack wirklich 1A ist. Das war aber auch schon beim Quicksilver so, aber wie gesagt, es hat auch in den Kommentaren ein paar Leute gegeben, die eben geschrieben haben. Das ist eben nur das Car, das für die Ausstellung gedacht ist. Wie gesagt, kann ich nun nicht beurteilen, ich kann nur das beurteilen, was ich hier sehe und das ist wirklich sehr, sehr gut. Die Qualität der Model Y aus Grünheide ist sowieso extrem hochwertig und ich wünsche mir nun, dass es auch für das Model S, was im Hintergrund steht, das Plaid, eben auch dann in der qualitativen Anmutung entsprechend daherkommt. Ja. Ja, also Midnight Cherry Red ist nun also hier offiziell vorgestellt worden. Ich bedanke mich auch hier beim Tesla Zentrum St. Gallen, dass wir das hier so filmen konnten und auch live hier draußen euch zeigen können. Das Wetter hat auch noch mitgespielt, dass es ein bisschen Sonne gehabt hat. Also ja, vielen herzlichen Dank dafür an die Jungs von Tesla St. Gallen, die das hier möglich gemacht haben. Samstagmorgen, kurz nach 10, also die offizielle Präsentation dieser Farbe. Ja, es ist speziell bei Tesla, dass eine Farbe eigentlich fast gefeiert wird wie ein neues Auto. Aber ja, das ist halt marketingtechnisch wirklich gelungen, muss man sagen. Und ich finde es wirklich cool, ich finde es schön, es gefällt mir. Und ich bin ja sonst nicht so der Fan von Rot, aber das sieht schon irgendwie geil aus, was ein bisschen diese schwarzen Akzente mitbringt. Und je nach Licht ist es halt wirklich sehr, sehr speziell. Ja. Gut, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser neuen Farbe denkt. Ob es was für euch wäre oder ob allgemein ein Tesla was für euch wäre.
habe schon vorhin gesagt, Wissenwerbung muss sein. Da, so ist dieser Kanal auch unter anderem möglich. Wenn ihr das cool findet und weitere Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren, das ist kostenlos. Wenn ihr uns mehr unterstützen wollt, dürft ihr auch Kanalmitglied werden. Das ist dann nicht mehr kostenlos, aber es lohnt sich dennoch, da ein paar exklusive Dinge eben zu bekommen. Genau. Und sonst Instagram und Twitter natürlich auch folgen. So, das war jetzt fertig mit Werbung. Deswegen, dieses kurze Video ist nun also wie schon wieder vorbei. Ich danke für euer Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Ciao zusammen und tschüss.